gucken. So. Holzkohlen, Kopfschmerzen. Okay, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Neue Wollsocken, sehr gut. Weil ich werde jetzt noch mal hier gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes Cooles finde. Nein, aber zumindest haben wir schon mal eine Höhle gefunden, die uns vor dem nahenden Schneesturm schützt. Feuer machen. 2 Stunden forschen. Nochmal 2 Stunden forschen. Ein ausgewachsener Schneesturm. Gut, dass wir da jetzt hier raus sind von. Essen und vor allem trinken, das freut mich am meisten. Das Risiko auf uns genommen. Und zum Glück jetzt nochmal schön. So, jetzt schön in der Höhle des Kletterers verweilen. So, gucken, was wir reparieren können. Das hier nicht, aber wir werden das hier mal zerlegen. Dann haben wir wieder ein bisschen Stoff. Und werden gleich nochmal schlafen. Ein, zwei Runden. Das hier zerlegen. Wir müssten mal schauen, wie unser Equipment so aussieht. Und zwar, das haben wir jetzt schon mal gut bedeckt. Das hier. Wir werden hier nochmal. Kopfwickel brauchen wir nicht. Das werden wir herstellen. Die Hagebutten werden wir herstellen. Ja, Temperatur müsste jetzt eigentlich auch gehen. Hier 17 Grad. Unsere Klamotten sind ganz gut. Holz dürften wir auch bald. Können wir das hier eigentlich? Nein. Klamotten sind ganz gut. Unsere Gegenstände. Das könnten wir jetzt noch mal kurz entladen. Und haben wir irgendwas angefangenes? Nein. Reinigen. Reinigen. Dann ist das schon mal durch. Das ist fertig. Das hier Aktion. Entladen. Reinigen. Oh Gott, wieso zähle ich denn gerade so? Mir ist echt kalt. Also mir jetzt. Nicht warm genug angezogen. Habe ich irgendwas angefangen von den 1000? Nein, Schärfen. Wir müssen am Tag da reinlaufen. In die Goldmine. So, wir werden mal schön erstmal 6 Stunden schlafen. Oh, haben meine Hände geknackt. Junge, Junge. Inventar. Ein Tee trinken. Werden jetzt das mal essen. Riskieren. Ich würde mal sagen, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Scheinbar.
Nochmal 4 Stunden schlafen, ist die Müdigkeit auch nochmal ein bisschen weg. Und ja, der Tagesader, die. Ach, natürlich. Aber das heißt, wir können jetzt hier noch ein, zwei Bücher lesen, nochmal verwenden. Dann haben wir was gelernt und vorher machen wir es gelernt. Dann können wir das eine Buch hier auch dann ablegen. 2 Stunden forschen. Das macht echt müde, ne? Junge, 3 Stunden. Nochmal, komm, machen wir 3 Stunden durch. Oh, das wird jetzt echt fies jetzt hier mit dem Getränk. Essen. Wir müssen, glaube ich, hier noch mal ein bisschen Zeit verbringen hier in der Höhle. Mit vor allem Wasser kochen und sowas. Das werden wir hier ablegen. Inventar. Die beiden Bücher ablegen, das hier ablegen, definitiv. Huch. Och. Hier ablegen. Und das heißt jetzt für uns, wir werden hier noch. Was sind da? Nix. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Was wissen wir denn jetzt? Feuer. Wo ist ein Feuer machen? Okay. 2 Bücher gelesen, aber trotzdem nicht weit gekommen. Crazy. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Klettererhöhle. Wir erkunden erstmal die Gegend ein bisschen und bleiben erstmal bei der Klettererhöhle. Schauen wir mal, ob wir Rohrkolben finden. Das ist schon mal eins. Wie langsam geht uns das Essen auch zur Neige. Wir erkunden erstmal die Gegend hier am See. Und dann können wir noch mal schön Wasser kochen. Und vor allem das Buch dann lesen. Bevor wir das hier nehmen, werden wir erstmal hier die Rohrkolben gucken. Die Rohrkolben nehmen und nee, wir werden Holz sammeln und dann die Rohrkolben nehmen und dann wieder zurückgehen. Wir müssen Holz. Nicht die Rohrkolben, sondern das Tier zerlegen. Wir werden erstmal das hier zerlegen. Nicht die Bügelsäge. Das Tier werden wir jetzt zerlegen. Warte, bevor wir uns jetzt hier verlaufen. Wir sind jetzt hier zum See wieder runter, dann. Nehmen wir mal alles. Und dann gehen wir wieder zurück zur Höhle. Dort hinten hin. Denn
Wir möchten nochmal dann ein Feuer machen, einmal das Fleisch kochen und Wasser kochen. Ja, das ist unser Plan. Wasser geht nämlich sehr schnell alle. Und da wir das hier schon mal, diese Base hier haben, die Zwischenbase, werden wir die Chance nutzen und das dann machen. Nicht wahr? Riechen zwar jetzt ein bisschen, aber... So, das heißt, jetzt zurück zur Höhle, und zwar Fixelot, zur Klettererhöhle. Und dort chillen für die Nacht. Kochen, kochen, kochen. Schlafen, schlafen, schlafen. Heilen, heilen, heilen. Jo. Und jetzt merken wir aber auch wirklich, dass wir müde sind. Ich werde das Tageslicht jetzt nutzen, um... Na, das Tageslicht noch nutzen, um das eine Buch nochmal wenigstens eine Stunde zu lesen. Ja. Ach. So. Hier ist das Feuer. Ja. Einmal ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Geschmackloses Reh hier irgendwo auf dem Feuer hinlegen, dahin. Und hier hin. So. Das da ablegen und die Haut ablegen. Jetzt Feuer machen. Jetzt werde ich das hier nochmal reinwerfen. Dahin. Feuer machen. Eine Fackel. 65%. Die kaputte Fackel werden wir jetzt mal versuchen zu entzünden. Das ist ein Buch, ne? Hätten wir auch zerfackeln können, aber gut. Zerfeuern können. Aber Glut, Brennstoff, Tannholz, Tannholz, Tannholz. Das ist schon mal sehr gut. Garen. 2 Liter. Sehr gut. Das wird jetzt eine Stunde. Ich werde jetzt mal eine Stunde lernen. Von dem Buch, was wir noch übrig haben. 25 Stunden. Das dauert. Gewehrschusswaffe. So. Essen. Super gut. Kann man noch irgendwas garen? Den Tee, sehr gut. Ja, den Tee müssen wir echt garen. Das, da müssen wir jetzt echt durch. Garen. Weil das ist zu gut. Dann sparen wir jetzt auch uns nicht trinkbares Wasser, dann sparen wir uns auch Essen und Trinken auf einmal. Gerade machen wir hier nochmal eine ganze Packung voll. Nehmen. Garen. Das wird dann schneller sein. Inventar. So. Wir haben jetzt hier gut Tee am Start. Das werden wir noch mal essen.
Ist nur noch ein paar Grämmchen. Das werden wir noch mal trinken. Trinken. Ach Gott, das ist aber echt. Jetzt müssen wir echt noch mal 2 Stunden. Zwei Stunden schlafen und das Wasser kochen. Das ist zu wichtig. Wir haben das Feuer jetzt am Laufen. Das heißt für uns, nochmal 2 Liter Wasser. Brennstoff. Ich hätte mir noch irgendwo Holz. Da war es doch. Tannenholz. Brennstoff hinzufügen. Das müsste dann auch für 2 Stunden jetzt reichen eigentlich. Brennstoff hinzufügen. 3 gute Fackeln. Die olle Fackel kann jetzt mal da rein. Ja, das muss gerade so gehen. Nochmal 2 Stunden schlafen. Ja. Ist ausgebrannt. Holzkohle nehmen. Das Getränk nehme ich dann gleich. Mache ich das nochmal. Ach. Ach, jetzt geht's. Trinkwasser ist gekocht. Das hier nehmen wir. Inventar. Wie viel haben wir denn davon? Von den Dosen. Nichts mehr. Doch eine. Die eine Dose können wir dann, das heißt, das können wir dann hier lassen. Und hier, wir werden jetzt in die tiefsten Untiefen dieser Höhle gehen. Hallo? So, und jetzt werden wir schlafen gehen. Für die restlichen paar Stunden, zwar 8. Aufheben. Wo sind wir jetzt? Sehr gut. So Leute, das war's jetzt für dieses Mal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao.